Hallo, ich bin Tobias Mintner, Schriftsteller und Journalist in Erfurt. Ich möchte Ihnen mein neuestes Büchlein vorstellen: Deutsche Erfindungen und Spitzenleistungen, warum alle bei uns spionieren. Das Buch ist gerade im November 24 jetzt herausgekommen in der Reihe des österreichischen Verlags ÖLM als Eckhardt-Schrift. Und ist die Kurzform eines viel größeren Werks. Hier sind es gerade mal 112 Seiten. In dem Hauptwerk geht es mit über 500 Seiten um Erfindungen, Entdeckungen, Ideen, Großtaten aus dem gesamten deutschen Sprachraum. Aus allen Zeiten, vom Neandertaler bis in die Gegenwart. Und ich greife mal vorweg, wenn ich zur Quintessenz vorab komme, indem ich sie verrate. Ich bin nach der Recherche von über 20 Jahren zu dem Ergebnis gekommen, dass vielleicht 80, vielleicht 90% aller Dinge, die uns heute umgeben, mit denen wir leben, die uns nutzen, in irgendeiner Form aus dem deutschen Sprachraum stammen. Seien sie manifest, seien sie dinglich oder seien sie nur virtuell, geistig, nicht manifest. In diesem kurzen Teil hier geht es vor allem um die technischen, die naturwissenschaftlichen Dinge. Und alles, was man anfassen kann. Und in dem anderen Teil geht es dann auch um Kultur, Kunst, Musik, Geisteswissenschaften und so weiter. Und da wird das hier auch noch genauer ausgeführt. Ich muss mich also hier sehr beschränken und deswegen ist es jetzt sehr dicht, sehr flott geschrieben, sehr hochkondensiert und eingedampft. Mit spitzer Feder übrigens geschrieben und durchaus mit Humor und ein bisschen manchmal mit Augenzwinkern. In dem letzten Kapitel über Medizin habe ich mir schon ziemlich spitze Feder erlaubt und bin einigermaßen kritisch ins Gericht gegangen, zum Beispiel mit Robert Koch als dem Erfinder einer gewissen Schutzimpfung gegen Tuberkulose, die er auch hatte allen angedeihen lassen wollen, die überhaupt nicht symptomatisch erkrankt waren. Und nachdem das dann aufgeflogen ist und er durch seine ominösen Forschungen und Netzwerkereien gar nicht wenige Leute zu Tode gekommen sind, durch einen von ihm selbst erfundenen, entwickelten Impfstoff auf der Basis von abgetöteten Tuberkulosekeimen aus Leichen, erstmalig übrigens im kühnen Selbstversuch getestet an seiner Frau, wurde er aus dem Deutschen Reich verbannt, zumindest mit seinen Forschungen, und hat es dann munter und lustig fortgesetzt in Afrika, in den sogenannten Schutzzonen, deutschen Schutzgebieten, auch dort gegen den Willen der Betroffenen. Und hatte zum Beispiel auch die Einführung von Konzentrationslagern empfohlen für Leute, die sich nicht impfen lassen wollen. Also, man kann schon vieles lernen. Geschichte ist ja vor allem immer das, ist ja nicht das Aneinanderreihen von Fakten oder das auswendig Einprägen, sondern das Verstehen der Zusammenhänge. Und wer hier zum Beispiel gewisse Parallelen zur Corona-Krise aus den letzten Jahren findet, der liegt sicherlich nicht ganz falsch. Genauso was die Energieversorgung betrifft und die Sprengung der Pipelines, der Nord Stream Pipelines. Zum Beispiel war das Erste, was die USA nach Besetzung der Westzone Deutschlands im Zweiten Weltkrieg dort verordnet haben, die Schließung aller noch funktionierenden Hydrierwerke, also der Werke, mit denen Deutschland sich von den Erdöllieferungen hatte unabhängig gemacht, wo man quasi aus der einheimischen Kohle Benzin herstellte. Und die Werke, die dann zu Kriegsende noch nicht in Schutt und Asche gelegt worden waren durch die Alliierten, sicherlich aus wirtschaftlichem Grund, denen wurde es dann schlichtweg verboten, weiter betrieben zu werden, damit nämlich die Amerikaner ihr teures Erdöl und ihr Monopol weiter ausbauen konnten auf diesem Gebiet. Das mal so als kleine Beispiele dafür, dass das Buch sehr kritisch geschrieben ist und auf jeden Fall nicht dem Zeitgeist frönt oder dem Mainstream folgt. Ansonsten ist es weder links noch rechts, ist es auch nicht Verschwörungstheorie-lastig oder wissenschaftshuldigend. Es ist einfach mit professioneller Distanz zur Sache geschrieben, auf der Basis all des Wissens, das ich mir in über 20 Jahren Recherche und Nachforschung angeeignet hatte. Vor allem in Hunderten von Museen, die ich im ganzen deutschen Sprachraum besucht habe, in Fachgesprächen, auf Messen, im Internet natürlich und viel in Büchern aller Art.
Und natürlich aus eigener Anschauung und durch eigene Experimente auch das ja. Ich lese mal ein ganz kleines Stückchen vor aus dem Bereich Elektrik und Alltag. Hier geht es um Energie, wenn ich es jetzt auf die Schnelle finde. Ja, viel heiße Luft wird sicher genug produziert, zugleich viel windumströmende Luft gemacht. Windmühlen gibt es seit vielen Jahrhunderten. Elektrische Windräder bekamen den richtigen Dreh erst Mitte des 20. Jahrhunderts. Der Segelflieger, Schiff- und Flugzeugbauer Ulrich Hütter war wohl genug mit allen Wassern und Winden gewaschen, um seine Kenntnisse zusammenzuführen. Die Flügel der Rotoren müssen natürlich wie Flugzeugflügel geformt sein, um der bewegten Luft ihre Kraft zu entreißen, genau wie Turbinen oder Schiffsschrauben gegenüber dem Wasser. Hütter entwickelte bei der Thüringer Firma Ventimotor zwischen 1939 und 1943 die erste funktionierende Windenergieanlage der Welt, die prompt Weimar ab 1942 mit Strom versorgte. Hier waren die Flügel noch aus Holz mit Stoffbespannung gebaut. Nach dem Krieg bastelte Hütter weiter und entwickelte die sogenannten freilaufenden Turbinen der Windräder, nach deren Prinzip heute alle Windkraftanlagen arbeiten. Dabei wurden die Flügel erstmals aus glasfaserverstärktem Kunststoff geformt. Es hatte indes schon in den frühen 30er Jahren riesige Windradkonstruktionen und höhenluftige Forschung gegeben, vor allem unter Aeropionier Hermann Honnef. Der wollte vor allem hoch hinaus mit seinen Türmen, um besser an starke und stetige Winde zu kommen, auf Bergeshöhen oder im Meer. Allerdings fehlten dem Windmüller noch die Hutterschen Propeller, um effektiv schnelle Luft in noch viel schnellere Elektronen umzuwandeln. Dass man übrigens dem Wind Ambrosius nicht mehr als zwei Drittel seiner Schnellkraft abjagen kann, besagt das Betzsche Gesetz. Es geht auf den Schweinfurter Strömungsforscher Albert Betz zurück, der solche Erkenntnisse zum höchstmöglichen Erntegrad des Windes um 1920 schon publiziert hatte. Auf seine Überlegungen hin wurden übrigens auch die Windleitbleche an den Schnellzugdampflokomotiven angebracht, welche die Dampf- und Qualmwolken zum Nutzen der Lokführer als auch der Passagiere über den dahinrasenden Zug leiteten, statt sie um ihn herum zu verwirbeln. So wird es in diesem Buch, was also als Lesebuch gedacht ist und nicht so sehr als Nachschlagewerk, beschrieben mit spitzer Feder, hoch verdichtet, witzig. Die fettgedruckten Worte stellen dabei jeweils die Schlagworte dar, also die Erfindungen oder Entdeckungen. Und jetzt lese ich Ihnen noch zwei, drei Sätze, vier, fünf Sätze aus dem Schlusswort vor. Ich hatte im Vorwort geschrieben, dass Globalstrategen das 20. Jahrhundert als das deutsche Jahrhundert bezeichnet haben, eben wegen der ungeheuren Schöpfungskraft, weil Deutschland in der Zeit das Deutsche Reich zwischen 1850 und 1945 quasi wirtschaftlich völlig überlegen, sozial, gesellschaftlich fortschrittlich und wissenschaftlich konkurrenzlos war. Ist das deutsche Jahrhundert vorbei? Ja, dinglich gesehen, es ist nicht möglich, dass die Dachländer mehr Autos, Seilbahnen oder Uhren für die Welt fertigen als China, Indien oder Brasilien. Ich erinnere daran, das Buch bezieht sich immer auf den gesamten deutschen Sprachraum, also Österreich, die Schweiz und andere deutschsprachige Gebiete natürlich mit. Die Zeit des schieren Materialismus ist vorbei. Die Welt ist hinreichend zu betoniert und industriegepflastert und bis in alle Winkel intensiv landwirtschaftlich ausgenutzt. Im dritten Jahrtausend geht es um These und Synthese von Geist und Materie, um neue Sozialkonzepte, um harmonisches Miteinander statt Gegeneinander, mehr um das Innen als um das Außen. Unsere Stärken liegen seit eh und je im Ganzheitlichen und Geistigen. Wir sind gut beraten, uns auf diese Stärken als Dichter und Denker, auch Sichter und Lenker, zu besinnen. Wir sollten die Welt befrieden und höhere Ordnung zu ihrem Recht verhelfen. Ich springe vor im Schlusswort. Es geht künftig nicht um besser oder schlechter, es geht um Harmonisierung aller. Dieser Komplexität sind wir wohl am besten gewachsen. Meine zwei Lieblingsbilder einer funktionierenden Welt entsprechen einem vollen Orchester, das eine rauschende Sinfonie intoniert, oder einem gut funktionierenden, gesunden Organismus. Im ersten Fall braucht es unbedingt jedes Instrument, doch auch einen klugen Dirigenten. Im zweiten Fall braucht es bedingungslos jedes Organ, doch auch einen klaren Kopf. Momentan, wer sollte geeigneter sein als wir Deutsche? Momentan haben wir jedoch offenbar vergessen, wer wir sind und was unsere Aufgabe ist. Wirren und Unbill unserer Zeit am Beginn des 21. Jahrhunderts sind die Folgen,
und gleichzeitig die Geburtswehen der neuen Zeit. Also doch, in diesem Sinne kann das deutsche Jahrhundert wieder beginnen. Und mit diesem hoffnungsfrohen Ausblick schließe ich das kurze Büchlein hier und lege es Ihnen ans Herzen und an den Verstand und rege damit natürlich zu sinnvoller, nützlicher, frohschaffender, gemeinnütziger Tätigkeit in jeder Form zum Nutzen von uns selbst und zum Nutzen der Welt an.